Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das sieht leicht gruselig aus. Also so ein Objekt möchte ich nicht begegnen. Zu einer weiteren Folge von Arc Accendente, meine Lieben, in der letzten Folge, wo wir doch auf wundersamste Weise wieder sehr viele Dinos verloren haben. Naja, von 6 Dinos haben es 3 gerade noch so geschafft. Und dieses Spiel hasst mich. Ja, ich bin fertig. Wir haben jetzt soweit alles beisammen, was wir brauchen für ein weiteres Boot. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Es ist ärgerlich. Echt, es ist wirklich sehr ärgerlich. Aber ich bin froh, dass wir Rainer und die High-Level-Triceratopse irgendwie retten konnten. Mir blutet das Herz wegen Stella. Ja, die Dodos auch. Aber die Narkotik. Wir haben auch so viel Narkotik und so viel Eisen. Ich hatte Eisen. Oh. Scheiße. Ja, es wird spaßig. Wir werden jetzt die nächste Runde starten. In der Hoffnung, dass ich alle nach Hause bringe. Gut, wir haben jetzt eine Sorge weniger, denn wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass wir die Dodos irgendwie nach Hause bringen. So. Ich hoffe, ich bekomme euch hier rauf, ne? Ich weine innerlich. Oh mein Gott. Okay, pass drauf. Oh, Gottes Willen. Ich hoffe, ich bekomme die anderen Beine rauf. Das habe ich ja komplett verschnarcht gerade. Nein. Die müssen ja auch irgendwie raufkommen. Du bleibst drauf, ne? Da gehe ich nicht mehr hin. Bobby, komm mal mit. Ich habe das Boot so schön gemacht. Komm, Daddy. Sollte ich speichern? Ich speichere mal. Bitte lass mich die raufbekommen. Gut, sie habe ich raufbekommen. Das ist gut. So, Daddy mit der hübschen Farbe. Du kannst leben. Ja, Stamina. Bitte. Ins an Land schwimmen kannst, mein Freund. So, es sind alle drauf, ne? Ich würde sagen, auf Neues, ne? Alter. Ich dachte, das ist ja eigentlich ein Moser, ne? Aber es ist definitiv was anderes. Ich werde so nah an diesen... Ich sehe kaum was durch den Hintern von... Hier. Rainer. Ah, das war schön. Ah, hätte ich wegen Stella nicht zurückgemusst, dann hätte ich vielleicht noch entkommen können. Dann hätte ich die Dodos noch und mein Metall, aber egal, wir fahren. Wir bleiben nicht stehen. Egal, was glitzert, egal, was ist, egal, was brüllt. Wir bleiben nicht stehen.
Ich werde jetzt so weit in den Fluss reinfahren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich sehe nichts, scheiße. Ich hätte rein auf die rechte Seite packen sollen. Wobei, links kann ich dann gucken, ob da ein großer Fisch rumschwimmt. Wäre dieser Fates-Vorsprung nicht gewesen. Ich glaube, die drei hätten an Stamina-Schwund gelitten und dann wären sie gestorben. Aber die haben auch kein Biss. Warum guckst du? Die haben aber auch gar nicht reagiert, als ich gepfiffen habe. Rainer schwamm da so lalala. Stella auch nicht. Oder habe ich einen falschen? Nee, eigentlich habe ich die ganze Zeit T gedrückt. Hat Stella vom Boot gefegt, ey? Ist die geflogen? Kann ich erkennen, ob ich hier irgendwo einen Stein hier habe. Alter, mach das nicht nochmal mit deinen Flügeln. Nein, nein, ungünstig, ungünstig. Rainer könnte... Oh. Jetzt hätte ich beinahe Rainer verloren. Das wäre ein reiner Reinfall gewesen. Na, jetzt ist er wenigstens ein bisschen in der Mitte. Mir ist kalt. Hier, ein bisschen Licht. Wow. E habe ich eigentlich nicht gedrückt. Aber ich sag doch schon, habe ich ein paar Männer drauf. Auf diesem Boot geht's drunter und drüber. Ins Wasser. Hoffentlich frisst es der Fisch. Meine Stella. Mein legendärer Ankylosattel. Den hatte ich ja auch dabei. Warum habe ich den reingeworfen? Ich wollte mir Ankylo ziehen. Der wäre Bombe gewesen. Meine Armbrüste. Mein Narkotik. Das war viel, was ich da hatte. Oh Gott, und dann muss ich ja noch mit Bronti, da Bronco da noch hinlaufen. Dicker Hintern. Das wird ein Spaß. Ich weiß, warum ich nie in Arkfloß gefahren bin. Jetzt weiß ich's. Jetzt erfriere ich auch noch. Ich wollte gerade meckern. Oh, hi, mach das bitte nicht nochmal. Ich weine. Warum erfriere ich denn jetzt? Vielleicht schnappt mich gleich wieder ein Dino, dann bin ich wenigstens... Ich fühle mich ganz schön weit im Wasser.
ich erfriere. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde mich nicht umdrehen. Jetzt habe ich auch ein Weibchen gerettet. Bella, Bella, Dings. Ich werde einfach weiterfahren. Ich werde alles ignorieren. Ich bin gleich durch. Hinter mir ist nichts. Nee, 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 nee. Ich darf nicht so weit aufs offene Meer raus. Es hat ja. Oh Gott. Hab ich alle noch? Ja, ich habe alle noch. Ich glaube, der Fisch schwimmt da die ganze Zeit in diesem Becken rum, kann das sein? Ich glaube, Babsi wusste Bescheid. Babsi und Bronco wussten Bescheid, was passiert und deswegen wollten sie nicht mit. Haben sich leicht geweigert. Ja, ich fahre sehr nah am Strand. Meckert nicht. Nein, komm, Ishi. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe gerade herbe Verluste wieder erlitten. Ich glaube, ich werde nie wieder umziehen. Ich werde streiken. Kommt irgendjemand von euch auf die Idee? Da gibt es einen sehr guten Platz. Zieh mal dahin. Nein, Leute. Absolut nein, ist abgelehnt. Das war was anderes. Das war nichts. Keiner von meinen. Ist das? Ist das wirklich... Boba, bist du das? Na, Rainer, gefällt dir die Aussicht? Ich würde es nicht zu sehr genießen. Ich glaube, Rainer hat mir geantwortet. Der sagt, jo, geil. Die Action hier auf diesem Floß ist auch... Die Unterhaltung hier auf diesem Fluss ist auch Bombe. Ja, Kreuzfahrtschiff mit Heli, ja. Da kommt keine Langeweile auf. Haben zwar viele Verluste, aber... Meine Stella, ey. Musste ja so kommen. Oh, ich habe es überlebt. Sorry, aber ich finde das einfach nur so klasse. Ich weiß nicht, wie ich die drei gerettet habe. Na okay, Stella. Stella hat sie gerettet. Wow, Stein voraus. Ja, toll. Hier, neuer Morgen, ne? Ich sollte nicht so
Aber ey. Cooles Tanz, nee. Sea of Sea mit Rainer. Du bist ein sehr hübscher Pronto. Von der Farbe her. Oh Gott, Leute, wir sind da. Du bist echt hübsch. Egal, komm. Wir gucken nicht rum, wir sagen nichts, wir atmen nicht. Wir schwitzen nicht, wir trinken nichts. Hau ab. Wir fahren einfach weiter und ja, ich werde ganz weit hier wieder reinfahren. Oh Gott, Rainer, warte mal auf mit sowas. Kannst du das nicht verkneifen? Ich konnte mich gerade nicht entscheiden. Okay, hier komme ich nicht lang. Ich glaube, wir nehmen den Vordereingang. Ignoriert es, was hier gerade rumfährt. Ja, freut euch, Leute. Jetzt möchte ich mir nur noch Bronco holen. Oh Gott, hör auf. Beutelchen erinnert sich dann daran, dass wir haben Beute verloren. Ich glaube, ich konnte die Beine noch nicht mal richtig anpfeifen. Da vorne. Da, wo der Para ist. Jungs und Mädels, wir sind da. Mein Gott. Du wirst erstmal. Greife mein Ziel an. Greife mein Ziel an. Nee, Quatsch. Passt neutral muss ich euch machen, ne? Dann verteidigt ihr euch. Ich kann Daddy und Tochter ver... Wow. Neutral. So, folgt mir.
Wir werden das mal kurz anders machen. So. Was ist hier? Gut, die Karawane läuft. Aber ich muss sagen, wir haben zwei Menschen durchbekommen, ne? Sollte mich nicht so früh freuen, bevor ich nicht bei Pepper bin. Und dann machen wir dem nächsten wunderschönen Spaziergang mit Bronco. Der wird auch sterben. So, willkommen ihr beiden. Guckt, unser neues Zuhause. Deswegen sind wir... Deswegen sind wir umgezogen. Hier gibt es wenigstens keine Vögel, aber sämtliche andere Raubtiere. Es ist ein sehr guter Ort zum Sterben. Ich meine, zum Bauen. Natürlich meine ich zum Bauen. Eieiei. Wir sind da. Guck mal, ich habe die restliche Familie mitgebracht. So, bleib stehen. So, Dad, du bleibst mal stehen. Ach so. Jetzt wird es ein bisschen eng. Du störst, mein Freund. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Ich habe drei Dreizehrer-Dinger hier drin. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ne? Aber ich wollte da volles Risiko. So. Lang liebe diese Stamina. Frag nicht, wo die anderen sind. Ach so. Wir müssen bauen. So, Papas Hintern kommt. Achtung. Piep, piep. Ich weine, ey. Stella. Sie hätte noch Platz gehabt.
sie hätte, oh, Leute. Oh, Mann, ärgerlich. Oh, nicht so ein Kacki. Mein ganzes Zement. So. Jetzt lass mich hier noch eine Armbrust. Oh, eine habe ich noch. Aber halt nicht die guten, ne? Ach du Polleure, keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. So, dann kann ja der Bau halbwegs beginnen. Ich überlege, ob wir nochmal Dings holen. Ihr wisst schon, ob wir Bronte sofort holen oder ob wir da ein bisschen erstmal bauen werden. Eigentlich müssten wir bauen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Warum habe ich die Teile nicht bei mir drin gelassen? Ich brauche einen Ankylo. Was braucht ein Ankylo als Satte? Ich war glücklich, Leute. Ich glaube, Ankylo Satte, der braucht... In der Werkbank. Ja, das ging gerade nicht. Ich kann ihn machen. Ui, ich kann ihn wirklich machen. Ja, erstmal brauche ich wieder Narkotik, ne? Ja, es wird spaßig. Eigentlich bräuchte ich den Biber da unten. Ich habe 16 Pfeile. Das werde ich doch nicht hinbekommen. Wo ist ein Biber? Biber schätze Kind. Ich glaube, Biber brauchte was Spezielles, ne? Aber 47 Weibchen, das ist schon... Ist schon eine Hausnummer. Beides Weibchen. Soll ich das mit 16 Schuss probieren? Kann sein, dass jetzt gleich das nächste Desaster losgeht. Meine Pfeile. Wir probieren's. Kommt. Oder besser gesagt, meine Lieben, wir probieren das in der nächsten Folge. Das klingt auch wunderbar. Deswegen werde ich mich hier einfach kackenfeist verabschieden. Bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.